Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Jetzt sind wir bei Goodie Games News and More. Also bei Let's Play Dying Light, Zombie-Schnetzeln vom Feinsten. Und am Ende vom letzten Let's Play, ja, schöner Satz auf jeden Fall, habe ich tatsächlich nochmal 5000 Punkte direkt bekommen, wahrscheinlich für Erledigung der Quest, dieser Radiostationsquest. Und habe dadurch einen neuen Überlebensrang gewonnen, den wir jetzt hier gleich mal trainieren wollen. So, neuer Überlebensrang freischaltet. Stufe 23 sind wir da mittlerweile. Und jetzt können wir auswählen. Aufputschmittel wirken sehr viel länger. Und Verkaufsprofi. Da ich mit Kohle so gar kein Problem habe, weil ich einfach irgendwie gar keine benutze, nehmen wir natürlich den Dopingarzt, nachdem ich jetzt wenigstens ab und zu auch mir mal hier ein paar Drogen reinschmeiße. Dann wollen wir auch dafür sorgen, dass sie ein bisschen länger wirken. Ist also nicht so schwer zu wählen. Da. Kaufen. Yep. Dann gibt es nur noch zwei Punkte zu verteilen. Das ist dann Rang 24, der Punkt. Und Rang 25, der Punkt dann. Und sie sind eine lebende Legende in Harran. Ihre Gesundheitspunkte erhöhen sich und sie lernen, Wurfhaken, Schild und Tarnung effektiver einzusetzen. Ah ja, das gibt also mit Rang 25. Sehr schön. Viel geiler wäre es aber, wenn ich das hier endlich bekommen würde. Wendigkeitsstufe. Da bin ich mal gerade 18. Da kann ich echt Punkte gebrauchen, weil der 25er-Skill hier ist nämlich, sie können rennen, springen und klettern, ohne je müde zu werden. Das ist richtig geil. Ach, ab 24 habe ich das. Okay. Aber bis dahin ist noch ein weiter Weg. Na gut. So, wir sollen jetzt den Museumswärter finden. Wir sind davon entfernt, 400 Meter. Warum ich hier übrigens gerade hier in meinem Haus bin, statt an der Radiostation, weiß ich selber nicht. Das Ding ist ja relativ um die Ecke, aber... So, hier mal Wurfhaken ausrüsten und als Wurf... Also die Waffe... Und den Wurfhaken, sehr schön. Gut. Oh, welchen Weg wir da wählen. Warum kriege ich hier momentan ständig Wendigkeitspunkte? Das ist natürlich schön, weil ich davon irgendwie zu wenig habe. Was ist denn hier unten los? Oh! So, schlucken, Wurfhaken. Runter da. Ach, geht gar nicht, okay. Ah, ich wollte doch auf die scheiß Dings da springen. Auf die Müllsäcke. Ups. Ah, Mist, der Penner. Aber ihr seht, dank meinem Schutztrank. Macht mir das gar nicht so wahnsinnig viel. Oh, der war aber böse. Der hat wehgetan. Da ist er down. Sehr schön. Oh, seht mal, wie lange mein Trank jetzt wirkt. Das ist aber mächtig viel länger. Das hat sich ja gelohnt, das zu trainieren. Das hat sich ja richtig rentiert, meine Güte. Punkte haben wir auch bekommen, obwohl wir doch irgendwie gar keinen gerettet haben. Sind ja irgendwie alle down, oder? Na egal. Wir haben es probiert. Der Wille zählt. Dafür gab es wohl die EP. Na, hier will ich hoch, genau. Genau, hier geht's hoch. Oh. Gleich ein paar Fans gefunden. Kommen wir hier hoch? Nein, kommen wir nicht. Dann aber hier. Oh, hinter mir ist ein Paket hier. So ein. Wo genau? Ah, da sind doch schon die bösen Jungs. Da sind doch schon die bösen Jungs. Der lebt immer noch. Ach. Ah,
Ah, die hat den Freitod gesucht, oder was? Und fahren wir uns mal. Oh, da ist was Blaues drin. Soll ich da jetzt runtergehen? Oh, kann ich ruhig Schloss knacken hier. Ruhe vor der Tür. Oder? Die sind alle über mir, okay. Die finden mich nicht. Ach, ich bin auch getarnt. Na, wäre nett. Das ist doch nur ein Mittelmensch. Geh auf da. Ah. Oh. Zu gierig, Gudi. Also. Juwelen plus Machete. Okay, in Ordnung. Oh, die spielen da mit dem Kerl, den ich sowieso töten will, oder was? Ach nee, das sind... Na, spiel du da mit den Zombies in Ruhe. Bäm! Oh, nicht getroffen? Wie geht das denn, ey? Will ich verarschen? Das ist mir zu doof hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. Geht doch. Und du auch. Bäm! So. Gab auch wieder Fett-EP. Dass ich hier mit dem Hammer nicht getroffen habe, war ja wohl ein Witz, ne? So, hier ist auch ein Päckchen. Da ist das Schloss. Na, fast ohne Bewegen. Sehr schön. Wertsachen. Katastrophenhilfepaket. Muss ich auch mittlerweile einige in der Tasche haben. Halt, falsche Richtung, wo müssen wir lang? Da 300 Meter in die Richtung. Ah, da habe ich hier dummerweise hängen. War so nicht geplant. Oh. Oh, lass mich mal in Ruhe hier. Kann ja nicht wahr sein. Ich bin fast down. Das ist hier kein gemütlicher Platz. Definitiv, Leute. Weg hier. Meine Güte. Jetzt auf den nächsten ungewöhnlichen Platz. Oh, da ist wieder ein Paket. Gehen wir hier mal hoch. Na komm. Na, da sind doch schon die Jungs. Ah, die mache ich mit der Machete. Ich habe keinen Bock zu schießen. Tja, so leicht kann es gehen. Wunderbar. Schloss das genauso leicht auf. Kann ich eigentlich im Inventar sehen, wie viel von den Paketen ich mittlerweile habe? Wertsachen, Waffenupgrades, Fertigungsteile. Da, 10 Pakete mittlerweile, meine Güte. Gut, dass ich sowas beim Tod nicht verliere. So, immer noch 109 Meter in die Richtung. Mal kurz verbinden.
Na, das lohnt nicht. Ehe der da ist, sag ich ja. Naja, egal. Oh, da trudeln wieder so ein paar Wendigkeitspunkte ein, aber muss ich echt mal zusehen, dass ich irgendwie davon noch mehr bekomme. Oh, die Autobombe ist neben mir. So blöde bin ich nicht nochmal. Und nehme jetzt schon wieder ein Paket, sehe ich da unten. Aber erstmal. Oh, hier ist eine Zaunfalle. Wo sind die Jungs? Ich dachte, die sind hier um die Kurve. Der explodiert. Weg da. Hm, ist da keiner draufgegangen von der Zaunfalle? Na toll. Impressive. Und die Autobombe hat ihn nicht wirklich interessiert. Sind die Jungs? Ah, da sind sie. Oh, aber kannst du mal aufhören, hier zu parieren und zu treten? Bist ein Mädchen oder was? So, kurz mal die Waffe reparieren. Kommt da noch einer? Was machst du denn da hier? Ich glaube, du mal schön da liegen. So, Päckchen Nummer 11 wartet auf uns. Sehr schön. Oh, Gulli. Na, wo ist die Lücke? Wo ist die Lücke? Ey, das ist nur Mitte, das Ding. Ah, nee, noch nicht. Ein bisschen noch. Oh. Na also. Na, hat er sich geziert. Päckchen Nummer 11. So. Ah, 45 Meter, sind wir auch gleich da. Das hier, nette Menschen oder was? Bin ich nicht gewohnt. Oh, ich habe gar keine Medikits mehr, sehe ich gerade. Entwürfe? Okay. Ja, Sicherheitszone wird betreten. Okay. Nette Menschen. Hallo? Ich. Wer bist du denn? Ach, der gibt mir eine Herausforderung. Nein, will ich momentan nicht. Momentan will ich mich auf Story konzentrieren. Herausforderung machen wir später. Hatte ich eigentlich. Was wollen Sie? Wir haben nichts außer ein paar Essensresten hier. Erstmal das Schaltradio ausmachen. Weil die Herausforderung will ich machen, wenn ich unendlich hier Ausdauer habe. Wird, glaube ich, leichter bestimmt. Dem Himmel sei Dank. Ich hatte keine ruhige Minute, seit ich den Kleinen hier aufgelesen habe. Er hat nur mich, aber ich bin nicht so gut mit Kindern. Deswegen bin ich nicht hier. Aber Troy hatte versprochen, jemanden zu schicken. Ich muss ins Museum reinkommen. Ins Museum? Aber Troy meinte, es würde Hilfe kommen. Sie hat es versprochen. Also, Tarek, Sie sagen mir, wie ich ins Museum komme und vielleicht kann ich Ihnen helfen, okay? Reis kontrolliert das Museum. Dorthin zu gehen ist Selbstmord. Nicht, wenn ich unbemerkt bleibe. Sie waren doch der Kurator, richtig? Da kennen Sie bestimmt einen Weg, wie man sich heimlich Zugang verschafft, oder?
Haben Sie eine Tauchausrüstung? Nein. Schade. Es gibt einen Zugang im Smaragdteich, aber niemand kann so lange die Luft anhalten. Sie würden wahrscheinlich ertrinken. Wahrscheinlich ist nicht mit Sicherheit. Also werde ich's versuchen. Okay. Gibt hier noch irgendwas für mich hier? Oh, hier gibt's Quest. Und was gibt's hier? Tiefstes Mittelalter-Mod. Okay. Sie haben gelernt, tiefstes Mittelalter-Mod herzustellen. Ah, falsche Taste. In Entwürfe. Tiefstes Mittelalter-Mod. Was macht das denn? Kommt an Äxte oder Spitzhacken dran? Ah, Bluten Stufe 2. Okay. Und sie hat eine Quest für mich. Strasvutje, du siehst aus wie jemand, der keine Furcht kennt. Und Sana weiß, die Leute mögen dich. Sana war in ihrer Jugend so wie du. Sana beschützte Leute. Aber Sana tat es für Geld. Nicht so wie du. Du bist selbstlos, heißt es. Ein wahrer Held. Prastiti. Aber du siehst nicht aus wie jemand, der einem Kind in Not Hilfe versagen würde. Was beschäftigt dich? Der Junge in Tariks Obhut. Der arme Kleine sieht so hilflos aus. Naja, sie beide sehen hilflos aus. Der Junge hat Schreckliches durchgemacht. Tarik glaubt, dass der Bruder des Jungen noch immer in Gefahr ist. Hilfst du ihm? Verstehe. Ich weiß aber nicht, ob ich der Richtige bin. Ah, bist du. Sana ist sich sicher. Dos Vidania. Ah, jetzt habe ich gerade gelernt, wie Dos Vidania geschrieben wird. Hat sich immer ganz anders vorgestellt. Okay. So, was möchte Tarik von mir? Wo haben Sie ihn gefunden? Er war einfach plötzlich da. Er spricht kaum und wenn doch, sagt er komische Sachen. Oft kommt jemand namens Mike darin vor. Alles, was er bei sich hatte, war dieses Diktiergerät. Dieser Mike könnte sein Bruder sein. Der Junge sagt, er hätte ihn zurückgelassen. Er bat mich, ihn zu holen, aber ich kann nicht. Ihn mitzunehmen ist zu gefährlich und ich will ihn nicht hier allein lassen. Wissen Sie, wo er wohnte? Dolmar Street, Apartment 11-2. Okay, vielleicht schaue ich mal vorbei. Nehmen Sie das Diktiergerät mit. Vielleicht erfahren Sie so, was passiert ist. Okay. Schwierigkeit gerade einfach. Ja, machen wir das erstmal, würde ich vorschlagen. Wir gucken mal hier mal ganz kurz. Wir haben 70% der Story haben wir. Nur mal, dass ihr mal so zwischendurch einen kleinen Anhaltspunkt habt, wie wir hier vorankommen im Game. So. 370 Meter da drüben. Das ist dafür welche. Soll ich da mitmischen? Nö, ne? Warum? Ach doch. Ich mach das auf meine besondere Art und Weise. Ich spreng ihn weg. Da haben sie gelohnt. Er ist mit down. Tut mir leid. Tut mir wahnsinnig leid an dieser Stelle. Ihr spürt mein tiefes Mitgefühl, ja, ne? So. Na, noch 300 Meter. Schaut schon wieder einer mit seinem Hammer. Lass mich mal hier schön in Ruhe. Oh, da kommt Wanna hinter mir. Lass mich. Lass mich. So. Was machst du da? Parken? Da ist er down. Nein, 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 lass mich, lass mich. Wo geht's lang? Viel, viel Pack hier, würde ich mal so sagen. Aus meiner Perspektive gesehen. Was für eine Zaunfalle? Keine Ahnung. Habe ich einfach mal aktiviert. Oh, hinter mir kommt schon wieder ein Runner, ne? Was ich richtig sehe. Oh, die Autobombe, die muss ich aktivieren.
Die wieder lohnen hier, pass auf. Na, da kann man auch Aggression aushalten. Nee, steht hier noch doof rum. Komm, Baby. Wow, böse. Egal, war gut. So, jetzt sind wir gleich da. Schauen wir mal, was hier los ist mit seinem Brüderchen. Nein, labert er mich nicht wieder dazwischen, der NPC. Also, der PC meine ich natürlich. Oh shit, ich sehe schon wieder die Zeit. Ey, die rennt hier in dem Game. Das ist Wahnsinn. Aber das Haus gucken wir uns doch ganz schnell an. Gucken wir mal, was hier abgeht. Oder? Nein, das machen wir nächste Folge. Wir sind hier schon mal drin, genau, richtig. Und in der nächsten Folge werden wir erkunden die Dolmen Street 11.2. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen, dass ihr viel Spaß hattet. Lasst ruhig gerne einen Kommentar da. Lasst ein Like da, auch das ist immer gut. Darüber freue ich mich wahnsinnig. Ich sage so long und goodbye. Keep gaming, euer Goodie.